ich ihn nicht gefunden. Nirgends. Was hat er gleich noch mal gesagt, bevor er gegangen ist? Littlefoot gesagt, er will Problem lösen. Was in Ordnung bringen? Wahrscheinlich das Ding mit der Pechsträhne. Ja gut, aber wie? Er hat gesagt, wir sind schuld an dem ganzen Unglück, weil der Zahn vom Schafzahn des Saurierfelsens herausgebrochen ist. Ihr beide wartet lieber auf Opa Dreihorn, klar? Wir haben noch was Dringendes zu erledigen. Mal sehen. Wo steckt er? Da ist er. Ich muss da runter. Ich brauche nur einen Zahn. Das ist schon alles. Wenn ich den in den Saurierfelsen wieder reinstecke, hat das Pech ein Ende. Und dann kann Doc auch bei uns bleiben. Ziemlich tot. Na komm schon, du schaffst das. Halb so wild. Das ist doch nur ein großer, toter Schafzahn. Könnte auch ein Haufen Dreck sein. Ein großer Haufen Dreck mit großen, scharfen Zähnen. Ich brauche einen Stock oder irgendwas in der Art, um sein Maul aufzukriegen. Saurierfelsen nicht? Um die Wahrheit zu sagen, ich bin noch nie da gewesen. Na, aber Sie wussten doch so viel darüber. Wie er aussieht, wie er entstanden ist, eben alles. Ja genau, das wussten Sie. Jap, jap, jap. Aber das waren doch nur die Geschichten, die mir mein Großvater erzählt hat, als ich noch so klein war. Und glaubt mir, im Augenblick wünsche ich mir, dass ich sie euch nie erzählt hätte. Igitt, ich nehme mir lieber schnell ein und dann nichts wie weg. Wer weiß, wie lange der Stock hält. Oh ja, der hier sieht nicht schlecht aus. Steckt aber ziemlich fest. Ich schaff das schon. Ui, ganz schön windig hier drin. Momentchen mal. Ich bin doch jetzt in dem Maul eines Schafzahns. Hier drin kann es doch nicht windig sein. Es sei denn, er atmet. Aber wenn er atmet, dann heißt das, dass er lebt. Ich hab mich verirrt. Ich will kein einsamer Dinosaurier mehr sein. Doc? Großvater!
Lauf weg, Littlefoot! Ihr seid mir gefolgt? Tun wir das denn nicht immer, hm? Ihr seid wahre Freunde. Ich hoffe nur, dass Großvater es schafft. Er macht ganz gut. Bis jetzt jedenfalls. Großvater! Ich kann nicht hinsehen. Ich muss ihm helfen. Sie kommen wie immer genau im richtigen Augenblick. Ist vermutlich einfach nur Glück. Wir haben Glück, dass Scharfzähne nicht besonders hell sind. Fast vorbei. Es ist einfach an der Zeit, Kleiner. Ja, aber... Dieses Herdenleben ist nichts für mich. Viel zu viel Getratsche. Also dann, wir sehen uns wieder. Ja, Doc, das hoffe ich sehr. Und danke für alles. Viel Glück, Kleiner. Geh nicht zu weit weg. Man weiß nie, wann man noch mal einen Helden braucht. Ihr habt bereits einen Helden, Junge. Der Zahn passt wie angegossen, Littlefoot. Dann dürfte unsere Pechsträhne endgültig vorbei sein. Ach, Littlefoot, das habe ich dir doch schon gesagt. Das war nur eine kleine Gute-Nacht-Geschichte, nichts weiter. Es gibt keine... Ich weiß. So was wie eine Pechsträhne gibt es nicht. Aber es kann nicht schaden, auf Nummer sicher zu gehen. Ja, da hast du recht. Komm, wir gehen nach Hause. Großvater? Ja, Littlefoot. Für mich bist du ein richtiger Held.